Wir schreiben den 25. Juli 1821. Im Haus des Glasermeisters Peter Josef Lichtenberger wird ein kleiner Knabe geboren. Ein freudiges Ereignis? Im Gegenteil, der Knabe war unerwünscht, weil unehelich. Vom Vater so viel wie nichts bekannt, nur dass er, ein österreichischer Militäringenieur, anlässlich des Festungsbaus in Germersheim weilte. Von Anfang an wurde der kleine Knabe abgelehnt und herumgestoßen. Wahrlich kein guter und verheißungsvoller Start ins Leben. Und heute, am 25. Juli 2021, 200 Jahre später, feiern wir die Geburt dieses Knaben. Wir feiern sie als Sternstunde für die Menschheit und für die Kirche. Paul Josef Nardini begegnete als Priester in seiner Pfarrei in Pirmasens unbeschreiblichem wirtschaftlichem Elend und übergroßer Not und Armut. Zudem wusste er aus eigener Erfahrung, was es bedeutete, nicht gewollt, abgelehnt und ausgestoßen zu sein. Er setzte deshalb sein Leben ganz bewusst dafür ein, sich um die Armen, Kranken, Verlassenen und Ausgegrenzten zu kümmern, insbesondere um die verwahrlosten und sich selbst überlassenen Kinder. Für ihn war klar, die Frohbotschaft des Evangeliums kann nur einen fruchtbaren Boden finden, wenn Armut und Not gelindert werden. Getragen von einem unerschütterlichen Gottvertrauen, ging er allen Widerständen zum Trotz seinen Weg und wurde zum großen Sozialreformer seiner Zeit. Um die Fülle der Aufgaben bewältigen zu können, sammelte er Frauen um sich, die bereit waren, ihr Leben ganz in den Dienst am Menschen zu stellen. Er gründete die Ordensgemeinschaft der armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie, heute eher bekannt als Mallersdorfer Schwestern. Früh war sein Leben aufgebraucht. Er starb mit nicht einmal 41 Jahren. Sein Werk und seine Idee aber breiteten sich aus und trugen über 200 Jahre hinweg reiche Früchte. Bis heute sind Menschen von seiner Vision fasziniert. Für uns Schwestern war und ist Paul Josef Nardini ein nachahmenswertes Vorbild und geistlicher Vater. Sein Grundanliegen, für die Notleidenden da zu sein, ist uns bis heute wegweisender Auftrag. Wir feiern seinen 200. Geburtstag als einen Tag großer Freude und dankbaren Rückblicks. Zugleich wollen wir mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft gehen. Thank you.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr der Herrlichkeit und der Spender jeder Gnade sei allezeit mit euch. Liebe Schwestern hier im großen Innenhof des Klosters Mallersdorf, noch unter gesegneten Bedingungen von oben mag auch die Sonne noch ein wenig darauf scheinen. Liebe Mitfeiernde, nah oder fern, mit uns per Livestream verbunden, liebe kleine, liebe große Schwestern und Brüder im Herrn. Heute ist gleich ein mehrfacher Festtag. Wir feiern das österliche und wöchentliche Osterfest, den Sonntag. Er ist zugleich der Namenstag des Apostels Jakobus und erstmals dieser eingeführte, von Papst Franziskus neu eingeführte Welttag für Großeltern und Senioren. Und natürlich, von Schwester Romana gerade vorgestellt, der 200. Geburtstag von Paul Josef Nadini, dem Gründer der Mallersdorfer Schwestern. Ein großer Freudentag also für Sie, liebe Schwestern, und für die vielen, die mit Ihnen freundschaftlich verbunden sind. Sie, liebe Schwestern, wollten heute aber auch bewusst die Schattenseiten Ihrer Gemeinschaft nicht verstecken. Und Sie, bevor wir jetzt das Wort Gottes hören und dann das Opfer Christi feiern, das alles vor Gott hintragen und seine Vergebung erbitten. Unser Gründer Paul Josef Nardini wollte, dass unsere Gemeinschaft das Leben der heiligen Familie darstellt und beiträgt zur Erneuerung des Familienlebens. Unter diesem Auftrag stehen wir jetzt vor dir, Gott. Wir bekennen unsere Schuld und bitten um Vergebung, wo immer wir es an Zusammenhalt in unserer Ordensfamilie und an Liebe unter uns Schwestern haben fehlen lassen. Wir bekennen unsere Schuld und bitten um Vergebung, wo immer wir Menschen Unrecht getan und verletzt haben, die uns in ihrer Kindheit und Jugend, in ihrer Krankheit oder im Alter anvertraut waren. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu bieten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige und gütige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns weg Sünde und Schuld, damit wir jetzt mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Gott
Lasset uns beten. Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen, ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig. Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. In jenen Tagen kam ein Mann von Baal Schalisha und brachte dem Gottesmann Elisha Brot von Erstlingsfrüchten, 20 Gerstenbrote und frische Körner in einem Beutel. Elisha sagte: Gib es den Leuten zu essen. Doch sein Diener sagte: Wie soll ich das 100 Männern vorsetzen? Elisha aber sagte: Gib es den Leuten zu essen, denn so spricht der Herr: Man wird essen und noch übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor, und sie aßen und ließen noch übrig, wie der Herr gesagt hatte. Wort des lebendigen Gottes. Herr, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Herr, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Der Herr ist gut zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Der Herr ist und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Herr, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Gerecht ist der Herr auf all seinen Wegen und getreu in all seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn rufen, die ihn aufrichtig rufen. Herr, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe. Und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
großer Prophet wurde unter uns erweckt. Gott hat sein Volk heimgesucht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, das diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, liebe Schwestern, liebe Brüder hier in Mallersdorf und wo auch immer Sie jetzt mit uns hier versammelt sind. Nichts kann erfreulicher sein, als die sich immer mehr und immer mehr erhebende Fabrikindustrie in Deutschland zu sehen.
Das stand ein Jahr nach der Geburt Paul Josef Nadinis in einer deutschen Zeitung zu lesen. Also wir sind im anbrechenden Industriezeitalter. Die Fabriken locken die Landbevölkerung in die Städte. Dort hausen die Arbeiterfamilien meist in schäbigen Häusern oder Mietwohnungen. In Pirmasens, wo Paul Josef Nadini mit 30 Jahren die Pfarrei übernommen hatte, waren es vor allem die Schuhfabriken, die Arbeiter anzogen. Frauen verkauften dann die Schuhe und waren deshalb manchmal wochenlang nicht bei ihren Familien. Schnell war Paul Josef klar, dass er der unbeschreiblichen Not, verwahrloste Kinder, verarmte Familien nicht mehr länger zuschauen konnte. Wie er erkannten übrigens überhaupt viele wache Christinnen und Christen im 19. Jahrhundert diese Situation, etwa auch der Priester Adolf Kolping, Gründer der katholischen Gesellenvereine, oder der Sozialbischof Emanuel von Ketteler. Vor allem aber entstanden in dieser Zeit viele Frauenorden, die sich der Familien, der Kinder, der armen, Kranken und alten Menschen annahmen. Sie waren buchstäblich die notwendende Antwort auf die oft katastrophalen sozialen Zustände. Hier hat die Kirche wach auf eine Zeitsituation geschaut, die vorbildlich und vorbildlich gehandelt. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder in Christus, Nadinis Handeln erschöpft sich gerade nicht allein in seinem sozialen Handeln. Er widmet sich ebenso intensiv der Verkündigung des Glaubens durch seine Seelsorge, durch die Stiftung und die Spendung des Bußsakramentes, die so bekannt festliche Feier der Liturgie und seine beeindruckenden Predigen, wird aus seiner Pfarrkirche allmählich sogar ein Wallfahrtsort für die weite Umgebung. Was ist denn dann sein innerer Antrieb dazu? Er sieht ihn in seiner Taufe, denn, so schreibt er selber einmal, in der Taufe sind wir zu Kindern, zu Brüdern und Schwestern Jesu Christi geworden. Fragen wir uns ernstlich, ob in uns auch etwas von dem inneren geistigen Wesen ist, was unser Name Christ bedeutet, ob wir auch würdig sind, denselben zu tragen. Er selbst wurde, Sie wissen es, bereits am Tag nach seiner Geburt getauft. Sie ist armselig gewesen, wie es beschrieben ist. Doch welches Leben entwickelte sich aus diesem unscheinbaren kleinen Anfang? Paul Josef, hochbegabt, fand glücklicherweise Förderer, studierte Theologie, erwarb gar den Doktortitel mit Auszeichnung. Da erschlossen sich ihm auf einmal völlig neue Wege. Bald aber war die Pfarrei und das Leben nahe bei den Menschen seine Passion, an der er sich widmete sein Leben lang. Die Taufliturgie, liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, spricht von einer priesterlichen, von einer königlichen, von einer prophetischen Würde. Sie wird allen Täuflingen ausnahmslos geschenkt. Paul Josef Nadini war über diese priesterliche Grundwürde in der Taufe verliehen mit der Gotteskindschaft, zugleich auch geweihter Priester. Er war dazu ein aufrechter, ein königlicher Mensch, der mit seinen Wirken ungezählten jetzt auch für sie zu einer königlichen Würde in ihrem manchmal so armseligen Leben verholfen hat. Und prophetisch, ja, das war sein Leben auch, seine Verkündigung, ermutigend, wenn es die Situation erforderte, auch deutlich. Und sein Handeln war schlichtweg beispielhaft. Unsere Osterkerze, sie steht auch hier, zeigt ein solch österliches, in der Taufe neu geborenes Leben aus dem Glauben heraus in Symbolen. Leben aus der Taufe ist ein Leben im Zeichen des Kreuzes Jesu Christi, aber überstrahlt von seiner Auferstehung.
Es ist ein Leben erfüllt von der Kraft und dem Feuer des Heiligen Geistes. Ein Leben, das sich von A und O, das heißt von Anfang bis zum Ende, alle Tage geborgen wissen darf in Gottes Liebe. Mit seinem Lebenszeugnis hat Paul Josef Nardini also die Frage gestellt, ob in uns auch etwas von dem inneren geistlichen Wesen Jesu Christi ist, was unser Name Christ bedeutet, ob wir auch würdig sind, diesen zu tragen. Viele, viele Frauen wussten sich angesprochen, als er eine neue Ordensgemeinschaft gründete für den Dienst an den Armen. Und trotz vieler Widerstände staatlicher Behörden, aber auch kirchlicher Bedenken, wächst sie rasch. Es sind schon über 200 Schwestern, als ihr Gründer, entkräftet durch seinen nimmermüden Einsatz, 1862 mit erst 40 Jahren stirbt. Aber die Idee ist in der Welt, die Idee ist gestiftet und sie ist nicht mehr aufzuhalten. Bereits 1864 wird in Siebenbürgen, heute in Rumänien, die erste Niederlassung gegründet und 1992 nach dem Ende des Kommunismus wieder neu begründet. 1869 zieht die Gemeinschaft ins Mutterhaus aus Platzgründen hierher nach Mallersdorf. Und 1955 wird in Südafrika die erste Missionsstation der dort Nardini Sisters genannten Schwestern gegründet. In ihnen ist das Zeichen der Brotvermehrung, von dem wir gerade heute hören durften, auf eine andere Weise Wirklichkeit und Wahrheit geworden. Fast schon 9000 Schwestern haben in der Zeitgeschichte seit Paul Josef Nardini sich rufen lassen und ihres, wie der kleine Junge in der Geschichte, beigetragen, um der Not in dieser Welt abzuhelfen. Mag ihr Leitwort auch heute Gehör finden, Caritas Christi urget nos, die Liebe Christi drängt uns. Denn je mehr der gläubige Grundwasserspiegel in der Gesellschaft sinkt, braucht er geistliche Orte zum Auftanken. Zu Zeiten Paul Josef Nardinis war die materielle Not vorherrschend. Heute ist es die geistliche, wenn ich das richtig einschätze. Also, in diesem Anliegen und für die Zukunft unseres Ordens, seliger Paul Josef Nardini, bitte für uns. Amen. Bekennen wir nun gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die nun folgenden Bitten stammen aus Briefen, die Schwestern unserer Ordensgemeinschaft, unserem Gründer Paul Josef Nardini,
zu seinem 200. Geburtstag geschrieben haben. Sie sind heute ein wenig länger. Nehmen Sie doch bitte dazu Platz. Unser Gründer Paul Josef Nardini hat uns gelehrt: Nichts vermag ich aus eigener Kraft. Er hat uns empfohlen: Übergib alles dem Allmächtigen. Er möge es nach seinem Willen lenken. Auf die Fürsprache des seligen Nardini rufen wir zu dir, guter Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Der Anfang deines Lebens, Paul Josef Nardini, war nicht verheißungsvoll. Aber dein Gottvertrauen hat dich in allen Widerständen getragen. Um dieses unerschütterliche Vertrauen bitten wir. Auf die Fürsprache des seligen Nardini rufen wir zu dir, guter Gott. Zu deiner Zeit, Vater Nardini, war die materielle Not groß. Wir leben heute im Wohlstand. Die meisten Menschen können gut leben. Aber Gott spielt im Leben vieler keine Rolle mehr. Lieber Vater Nardini, wir brauchen wieder Menschen wie dich, die tatkräftig und mutig der geistlichen Not abhelfen. Auf die Fürsprache des seligen Nardini rufen wir zu dir, guter Gott. Lieber Paul Josef Nardini, hilf uns erkennen, was in der jetzigen Zeit unser Auftrag ist und welche Wege wir gehen sollen. Hilf jungen Menschen, sich einzusetzen, dass dein Reich sich ausbreite, dass den heutigen Armen und Einsamen in ihrer Not geholfen wird. Hilf, dass die gegenwärtige Corona-Krise bald überwunden wird. Auf die Fürsprache des seligen Nardini rufen wir zu dir, guter Gott. Lieber Vater Nardini, deine persönliche und vertraute Beziehung zu Jesus stellt den Schlüssel zu deinem Leben dar. Alles besprachst du zuerst mit Gott. Du wusstest dich immer vorbehaltlos von Gott geliebt. Hilf mir, dass ich mich von Gott lieben, heilen und befreien lasse. Auf die Fürsprache des seligen Nardini rufen wir zu dir, guter Gott. Ich bitte dich, erneuere unseren Glauben, unseren Mut und unsere Liebe. Wenn du willst, dass wir in deiner Welt noch eine Rolle spielen sollen, führe uns und gib uns den Mut, dir zu folgen. Auf die Fürsprache des seligen Nardini rufen wir zu dir, guter Gott. Bitte, seliger Nardini, bete für unsere Ordensgemeinschaft, dass wir uns überall dort, wo wir sind oder noch hinkommen werden, von deinem Charisma leiten lassen und so zum Wohl der Familien beitragen. Begeistere junge Frauen, sich von deinen Idealen anstecken zu lassen und den Schritt in unsere Ordensgemeinschaft zu wagen. Auf die Fürsprache des seligen Nardini rufen wir zu dir, guter Gott. Guter Gott, wir vertrauen deiner Kraft und Sorge. Bleibe uns nahe und segne unser Sein und Tun.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Barmherziger Gott, dein Diener Paul Josef hat die heiligen Geheimnisse nicht nur gefeiert, sondern auch aus ihrer Kraft gelebt. Gewähre uns durch dieses Opfer die Gnade, dass wir zu einer Gabe werden, die dir wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit allen Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen,
unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem seligen Paul Josef Nardini und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In der Taufe haben wir den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So dürfen wir voll Vertrauen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Menschen, deren Herz voller Liebe ist, sind zugleich auch Menschen des Friedens. So bitten wir. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht, Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir wollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen, wie er die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt hat.
Ignatio. Lasset uns beten. Herr, dein Sohn ist zu uns gekommen, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Lass uns in der Kraft seines Leibes und Blutes ein offenes Herz haben für die Not der Welt, damit wir nach dem Beispiel des seligen Paul Josef die Liebe weitergeben, mit der du uns angenommen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ein ganz großes Wort des Dankes ist zu sagen, liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus. Und weil es gar so viele sind, die zu bedanken sind, möchte ich es bei einem allgemeinen Dank belassen, weil man da jetzt geradezu hundertprozentig jemand vergisst. Aber es ist in der langen Vorbereitung vorher. Wie geht das inhaltlich? Wie geht das mit den Texten? Aber auch in der aktuellen Vorbereitung, der technischen Planung, dass sie übertragen werden kann, dem Aufbau gestern und die viele Mühe, die davor und danach ist, dass alles so gut vorbereitet ist, der Rasen gemäht und alles sauber gemacht. Es gibt so vieles, dass wir jetzt auch gut essen und trinken können, dass dieser Tag geplant ist und dass er begleitet ist von Menschen, die mit uns verbunden sind. Allen, die auf welche Weise auch immer mitgeholfen haben, jetzt mitgefeiert haben, hier oder weit entfernt, ein herzliches Vergelt's Gott fürs Dabeisein,
für alle Hilfe, für alle Begleitung. Ich muss jetzt bei dem Regen ein wenig schmunzeln. Wir haben ja über die Taufe nachgedacht. Vielleicht war das Nachdenken noch nicht intensiv genug. Vielleicht brauchen wir es noch. Aber Sie sind ja alle gut beschirmt. Ich tue mich leicht, ich rede mich leicht. Ich finde es schön, dass Sie das so mit Humor nehmen. Es geht nur so. Ein andermal sind wir wieder froh, wenn es regnet. Wir durften feiern, es war gut so. Und wir dürfen als Gesegnete gehen, an unseren Ort, wo wir sind, im Sinne Paul Josefs, im franziskanischen Sinne, Menschen für Menschen da sein. Wir haben heute mit dem Zeichen der Brotvermehrung begonnen, mit diesem johannäischen Einschub in das Markus-Evangelium. Vier Sonntage lang werden wir darüber noch ganz intensiv nachdenken, und zwar über die Eucharistie und damit auch über einen Kernpunkt der Spiritualität Paul Josef Nadinis. Wenn wir, wie Sie, liebe Schwestern, täglich in der Eucharistiefeier, aber auch in der Anbetung vor unserem Herrn Jesus Christus sind, dann sind wir auch unserem Stifter, seinem Herzen, seinem Anliegen ganz nahe. In diesem Sinne, segne und behüte uns mit der Begleitung des seligen Paul Josef, und diesen Segen wollen wir jetzt erbitten. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Te Deum laudamus.